So, wenn nur die Kante scharf und geschliffen ist, dann müssen wir uns um den Belag kümmern. Dazu nehmen wir als erstes so eine Bürste, um das alte Wachs abzumachen. Da könnt ihr wirklich hier mit der Metallbürste drüber gehen. Wirklich fest aufdrücken. So, wenn ihr das mit der Bürste gemacht habt, dann benutzt ihr einen Wachsentferner, dieses Teil. Nicht im Raum benutzen, also wenn ihr nur in einem gut belüfteten Raum, so wie hier, nehmen und dann wirklich nur, da braucht ihr nicht viel, einfach drüber gehen. Und jetzt seit 10 Minuten ungefähr einziehen lassen. Und dann können wir das wieder wegwischen und weitermachen. So, wenn der Wachsentferner jetzt eingezogen ist, nehmt ihr hier einfach so ein Tuch und geht in Fahrtrichtung einfach mal damit runter, über diesen ganzen Belag, damit auch das Wachs schön entfernt wird. So, und wenn wir so weit sind, dann brauchen wir jetzt ein Wachsbügeleisen. Das Gute daran ist, also warum ihr das nehmen sollt und kein gewöhnliches, ihr könnt die Temperatur perfekt einstellen und die Temperatur wird auch gehalten. Bei einem normalen Bügeleisen aus dem Haushalt wären die Temperaturschwankungen einfach zu groß. Und dann brauchen wir noch ein Wachs. Ich habe hier ein mittelkaltes Wachs von 0 bis minus 20 Grad. Und jetzt stellen wir hier auf meine Lieblingstemperatur so 135, 130 Grad. Wenn die Leuchte grün ist, dann sind wir soweit. So, jetzt sind wir soweit. Die Lampe ist grün. Und jetzt macht ihr es am besten so, ihr teilt euch den Ski in ein paar Abschnitte ein, weil das Wichtigste ist, dass der Ski richtig warm wird, dass sich die Poren öffnen, dass das Wachs in den Ski eindringen kann. Deswegen nehmen wir uns dann einfach jetzt den Bereich von hier bis hier ungefähr. Haltet ihr jetzt das Wachs einfach hin. Beim Hellband kann man schon ein bisschen was hernehmen, weil er einfach so breit ist. So, den Bereich haben wir jetzt. Jetzt nehmt ihr das Bügeleisen und geht wirklich drüber. Und zwar schaut, dass das Wachs sehr flüssig wird. Und da dürft ihr jetzt wirklich nicht nur einmal drüber gehen, sondern da müsst ihr mehrmals drüber gehen. Und am besten sieht man daran, ob es richtig ist, weil das muss ja richtig warm werden, dass wenn ihr drüber geht, und das Wachs nicht sofort wieder hart wird, sondern eine längere Zeit flüssig bleibt, dann seid ihr perfekt. Also dann habt ihr ist der Ski warm genug. Oder ihr könnt auch hier hin unten dran halten und wenn ihr da dann die Wärme spürt, dann wisst ihr auch, dass ihr warm, dass der Ski, also dass das Wachs in den Ski wirklich einzieht. So, und wenn ihr dann damit fertig seid, dann könnt ihr das Bügeleisen von dem alten Wachs, während es noch warm ist, also das Bügeleisen soll noch heiß sein, befreien. Sprich einfach drüber wischen. Das Bügeleisen ausschalten. Und jetzt solltet ihr mindestens eine Stunde warten, dass das Wachs schön einziehen kann. Ihr könnt aber auch länger warten, also einen ganzen Tag oder über die Nacht einfach trocknen lassen. Es ist immer nur zu empfehlen. Ja, also das Wachs ist jetzt über die Nacht eingezogen und deswegen brauchen wir jetzt diese Abziehklinge hier. Und wenn ihr euch fragt vielleicht, warum da so ein komisches Eck drinnen ist, das ist nur für die Kanten, dass man die auch dann schön abziehen kann. Das werden wir dann auch machen. So, und jetzt nehmen wir halt die Klinge und gehen drüber und da dürft ihr wirklich dreimal drüber gehen, dass wirklich das ganze Wachs unten ist. Genau, jetzt sehen wir hier, wie ich darüber gehe. Und wir müssen jetzt hier das wirklich dreimal machen, dass wirklich das ganze Wachs unten ist, weil das Wachs ist hier nur eingezogen. Das, was jetzt wirklich noch auf dem Ski ist, soll so gut wie möglich entfernt sein. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt machen wir noch die Kanten einfach weg. Also das Wachs auf den Kanten tun wir jetzt noch weg.
Dazu nehmen wir dieses Eck einfach und gehen da drüber. So, jetzt sieht der Ski aber noch nicht so aus, wie wenn man es von irgendeinem Händler holt oder so. Und zwar liegt es daran, da habt ihr keinen Fehler gemacht, sondern es liegt einfach nur daran, dass der Ski noch nicht poliert ist. Und das machen wir jetzt mit dieser Bürste. Da gibt es einmal die Metallseite und einmal die Nylonseite. Und da müssen wir jetzt über den Ski drüber gehen. Und zwar immer erst mit der Metallseite, damit geben wir die Struktur wieder. Und dann mit der Nylonseite müssen wir den Ski wieder polieren. Und das Wichtige ist bei der Struktur, immer von vorne nach hinten, also in Fahrtrichtung gehen und dann mit der Nylonseite nachpolieren. Ihr benutzt dreimal die Metallseite und dreimal die Nylonseite zum Polieren und zwar immer abwechselnd. Also Struktur reinmachen, polieren und so weiter. Und jetzt sehen wir hier den Belag und der ist wirklich wunderschön geworden und da passt wirklich alles. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare.